probiert. Wirklich, ich habe mir gedacht, sei einmal korrekt, habe ich mir gedacht. Nicht, dass die Nahalla am Ende wegen meiner Laudatio hier noch Ärger kriegt. Aber nach drei Sätzen, ich sag's Ihnen ehrlich, Knoten im Hirn. Allein die Tatsache, dass es sich bei der diesjährigen Preisträgerin des Karl-Valentins-Ordens Monika Gruber um eine Frau handelt. Und um was für eine, sage ich gleich noch dazu. Um was für eine? Wollte ich am Anfang sagen. Aber schon der Ausdruck Frau ist in Wolkenkreisen so nur noch ganz bedingt verwendbar und selbst im Ausnahmefall mehr als fragwürdig. Wer Frau sagt, denkt im Grunde Mann, geht also davon aus, dass es nur zwei Geschlechter gibt und outet sich damit automatisch als reaktionär, rechts und untragbar. Ich sag, wie es korrekt heißen muss, cisgender weiblich gelesene Person, hätte ich korrekt sagen müssen. Dann wollte ich sagen, herausragende Kabarettistin. Geht so auch nicht, weil man gendersensibel heute die Verlaufsform benutzt, so wie bei Studierende statt Studenten. Kabarettierende oder Kabarettende. Oder was? Am Ende schreibt es noch einer falsch, dann heißt es herausragende Kabarettente. Kabarettente, cisgender, weiblich gelesene Person. Monika, willst du, dass ich so rede? Nein, nein. Will das irgendjemand? Gut. Man muss sagen, gerade bei diesem Anlass, der Karl Valentin hätte an dieser verkorksten Sprache eine Riesenfreude gehabt. GästInnen, Radfahrende in konsequentem Imperfekt, dann Radgefahrene oder Radfahrengeseiende oder gar die berühmten Prostata-PatientInnen. Eine Pointe jagt die nächste. Derartige Sprachhygiene hat sich in Deutschland inzwischen geradezu zu einem linguistischen Waschzwang entwickelt und eine derart hingebogene Sprache hervorgebracht, dass ich in unser beider Sinne, Monika, dass ich gesagt habe, ich lasse den Schmarrn, ich rede ganz normal. Liebe Monika, in einer Laudatio komme ich nicht drum rum, dich zu loben. Und ich darf sagen, auch wenn wir Kabarettisten ja grundsätzlich, sogar mal, nur relativ ungern gut über Kollegen reden, gell? Bei dir ist mir das eine ganz besondere Freude und Ehre zugleich. Weil, wer wie die Monika Gruber in den 80er Jahren auf einem Bauernhof in Tittenkofen bei Erding aufwächst, ihm blieben damals als Frau im Grunde nur zwei Karrieremöglichkeiten. Landfrauenbund oder Kabarett. Die Monika hat sich für was Drittes entschieden, sie hat erstmal was Gescheites gelernt. Fremdsprachensekretärin. Hat dann ein paar Jahre bei Compaq Computers gearbeitet, hat dann die Seiten gewechselt, eine Schauspielausbildung absolviert. Welche Kabarettistin hat das schon von Kabarettisten, ganz zu schweigen? Und ist dann zum Kabarett gekommen und ich darf sagen, liebe Monika, das war definitiv kein Fehler. Dass da der erfolgreichste Kabarettist Bayerns plötzlich eine Frau ist, da hat man schon aufgewacht. Das ist dann irgendwann sogar dem Spiegel aufgefallen. Dort stand 2008, ich zitiere, sie hat einen menschenfreundlichen, klaren und angstfreien Blick. Mit ihm beobachtet sie nicht nur ihr Gegenüber, sondern die ganze Welt. Daraus erwächst ihr Stoff, den sie sprachsicher modelliert, oft in langen, kaskadenhaften Sätzen
Das gerade Gegenteil des gegenwärtig inflationären Comedy-Rausches. Sehr schön und sehr wahr. Allein, liebe Monika, das würden Sie dort beim Spiegel heute so über dich vermutlich nicht mehr schreiben. Geil, weil in deren Augen machst du heute rechtes Kabarett. Aber da bist du nicht allein, so geht's gerade allen, die nicht exakt auf Berliner Regierungslinie sind. Rechtes Kabarett, ich füge an, recht im Sinne von richtig. Hey! Ich darf dir sagen, als dein Freund und Kollege, du bist nicht rechts, du bist auch nicht links, du bist da, wo die Leute sind. Und eine handelsübliche, gestandene, konservativ-liberale Haltung pauschal als rechts zu bezeichnen, das ist mir entschieden zu eng gedacht. Du hast dir schlicht und einfach den freien Geist bewahrt. Und dir in den Augen mancher die Frechheit herausgenommen, auch weiterhin ohne Leitplanken zu denken. Und das gilt in ideologisch engen Zeiten wie unseren manchen als unverzeihlich. Ich halte es damit Werner Fink, dem ersten Preisträger des Karl-Valentin-Ordens 1973, der so schön gesagt hat, wer sich angesprochen fühlt, ist gemeint. Aber Monika, zurück zu dir. Was dich neben deiner Goschen, deinem Witz, deiner Beobachtungsschärfe und ungemein guten Erzählgabe in meinen Augen besonders auszeichnet, ist, dass du dir immer treu geblieben bist. Und das, obwohl es dir wahrscheinlich zeitweise vermutlich alles angeboten haben. Du hättest wahrscheinlich in jedem Blödelstreifen mitspielen können, in jeder Ramsch-Komödie rauf und runter auftreten. Du hast es nicht gemacht. Du hast sogar beim BR dein Engagement beendet, als du dich unangemessen behandelt gefühlt hast. Du hast beim ZDF aufgehört, gegen deren ausdrücklichen Wunsch, weil dir deine Bühnenauftritte wichtiger waren. Und das, liebe Festgemeinde, verdient außerordentlich großen Respekt. Den eigenen Kurs zu halten, wenn alle um einen herum scharwenzeln, das ist in unserem Beruf das Schwerste, was es überhaupt gibt. Fast so schwer wie aufzuhören, wenn es am schönsten ist. Du hast angekündigt, Ende dieses Jahres deine Bühnenkarriere zu beenden und ich muss sagen, ich finde es ausgesprochen schade. Ausgesprochen schade. Aber, Monika, ich sag dir auch als Kollege, ich kann es irgendwo verstehen. Es gibt schließlich auch noch ein Leben nach dem Kabarett. Und wenn das wirklich der von dir so sehr gewünschte Würstelstand vor der Bayerischen Staatsoper wird, was derzeit wahrscheinlich weder der umliegenden Gastronomie noch der Stadtspitze besonders behagen wird, so wäre das trotzdem oder gerade deswegen, finde ich, für München eine wunderbare Bereicherung und darüber hinaus die konsequente Fortsetzung deines Kabaretts im wirklichen Leben. Monis Würstelstand vor der Oper. Wenn du jetzt heute den Valentinorden bekommst, dann muss man auch einmal sagen, du hast schon viele Orden und Ehrenzeichen in deiner Laufbahn erhalten. 2006 den Bayerischen Kabarettpreis in der Kategorie Senkrechtstarter. Dem aerodynamischen Titel der Auszeichnung warst du zum Zeitpunkt der Preisverleihung längst gerecht geworden. Den Bayerischen Fernsehpreis, den Bambi, den Bayerischen Verdienstorden. Verdienstorden. Nicht wie der Sauter, der hat einen Verdienstorden. Verdienstorden. Darf ich erwähnen, den Orden der Nahalla Erdi. Liebe Nahalla, ich habe gar nicht gewusst, dass ihr in Erding eine Filiale habt. Hey, vermutlich ein Franchise-Nehmer. Hey, kommst du, liebe Monika,
2017 bei der Nahala in Erding den Reiherorden verliehen. Ein interessanter Name, finde ich. Reiherorden. Man fragt sich sofort, wie er reiht. Der Preisträger, die Stifter oder die Presse. Vielleicht wäre das ja eine Anregung für die Münchner Nahala. Weißt? Dann kann euch sowas mit dem Gabalier überhaupt nicht mehr passieren, weil ihr sagen könnt, mein Reiherorden, Nomen ist Omen. Ah, sind wir fein raus. Und wenn ihr die Monika auszeichnet, dann könnt ihr sagen, der Reiher ist eine ganz besondere, unter Naturschutz stehende Spezies. Der Preis ist der Preisträgerin mehr als angemessen. Aber für eine Satirikerin, Komödiantin, ist ein Karl-Valentin-Orden natürlich schon was ganz besonders Tolles. Wenn man sich mal vergegenwärtigt, das ist ja gezeigt worden, was für eine Reihe, also nicht Reiher, sondern Reihe, von freiwilligen und unfreiwilligen Komikern, ja, in was für eine Reihe du dich da einreißt. Die Freiwilligen, Werner Fink habe ich schon genannt, Peter Ustinov haben wir gesehen, Vico von Bülow, Emil Steinberger, Gerd Fröbe, überlege mal, ja, dann die Halbfreiwilligen, Kohl, Genscher, Strauß, kriegen Kohl, Genscher und Strauß den Valentinorden, so fangen normalerweise Witze an. Okay. Und nicht zu vergessen natürlich Josef Kardinal Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI. Monika, welche Preise gibt es überhaupt, die eine Kabarettistin und ein Papst bekommen sollen? Das sind nicht viele. Wahrscheinlich ist es sogar nur dieser einzige, der froh und hintersinnige Karl Valentin war. Wie hat Papst Benedikt angemerkt, ich darf ihn kurz zitieren. Nun kann man sagen, nicht wahr, darf man sich eigentlich so freuen, nicht, wenn die Welt so voller Leid ist? Wenn es so viel Dunkles und Böses gibt, ist es dann erlaubt, so übermütig und fröhlich zu sein? Und die Antwort kann nur lauten, ja. Denn mit einem Nein zur Freude dienen wir niemand, machen wir die Welt nur dunkler. Und wer sich selbst nicht mag, kann auch dem anderen nichts geben, ihm nicht helfen und ihm nicht ein Bote des Friedens sein. Nicht direkt lustig, aber sehr treffend, gerade hier im Fasching, finde ich. Oder um es noch einmal mit Werner Fink zu sagen, und dieser Satz, liebe Festgemeinde, er könnte wirklich auch von Monika Gruber sein. Wie hat Werner Fink gesagt, wo der Spaß aufhört, da fängt der Humor an. In diesem Sinne. In diesem Sinne, liebe Monika, von mir den herzlichsten Glückwunsch zum Karl-Valentin-Orden 2023. Und der Helmut Reich aus den Händen von unserer Jugendprinzessin Paula den großen Nahalla-Orden am Bande. Die größte Auszeichnung im Münchner Fasching. Bitteschön. Jawohl.